Nach den Protesten in Frankfurt findet in Dortmund heute Abend das nächste Bundesliga-Montagsspiel statt. Teile des BVB-Anhangs werden dem Heimspiel gegen Augsburg aus Protest fernbleiben. Auch eine vom Kicker durchgeführte Umfrage zeigt, die Ablehnung gegen den Termin am Montagabend ist groß. Von den einst umstrittenen Sonntagsterminen sind zumindest einige hingegen schon akzeptierter. Sieben Anstoßzeiten gibt es in der Bundesliga seit dieser Saison, darunter erstmals auch fünf reguläre Partien am Montagabend. Welche Anstoßtermine finden Sie gut, welche schlecht? In einer vom Kicker in Zusammenarbeit mit dem FC Playfire und dem Deutschen Institut für Sportmarketing durchgeführten Befragung nahmen 186 254 Personen teil. Eine fünfstufige Skalenabfrage ermöglicht dabei ein differenziertes Meinungsbild. Bezüglich der Montagsspiele ist das Ergebnis dabei eindeutig. 91,4% der Befragten lehnen den Termin ab, nur 5% finden ihn gut. Beliebtester Termin ist wenig überraschend die traditionelle Anstoßzeit am Samstag, 15 Uhr. Der 96,2% ihre Zustimmung geben. Auch das Topspiel am Samstagabend hat sich bei den Fans erfolgreich etabliert, 63,4% Zustimmung. Nicht ganz so deutlich ist das Stimmungsbildung beim Termin am Freitagabend, 20.30 Uhr. Prozent finden diesen gut, etwa ein Drittel, 29%, lehnt ihn ab. Überraschender ist das Votum beim Sonntag. Als die Sonntagstermine eingeführt wurden, klagten vor allem die Freunde des Amateurfußballs. Mittlerweile ist zumindest der Termin um 15.30 Uhr jedoch anerkannter. Fast die Hälfte der Befragten findet ihn gut, 49,2% Zustimmung, 28,2% Ablehnung. Ablehnender ist die Haltung gegenüber den anderen beiden Sonntagsterminen, dem um 18 Uhr, 49,5% und vor allem dem um 13 Uhr. Die frühe Anstoßzeit am Sonntag ist damit neben dem Termin am Montagabend die unbeliebteste, wenn auch mit einigem Abstand.